Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Wir spielen mal wieder die Yamato. Die Yamato in den zufälligen Gefechten. Um einfach nochmal ein bisschen mit dem ja, Sniper-Skill ein bisschen rumprobieren. Und mal schauen, ob man hier eine schöne Runde haben kann. Potenzial ist ja jedes Mal unglaublich mit der Yamato. Man muss halt nur wirklich super stark aufpassen, wie man das Schiff fährt, denn hier Breitseite ist so das Schlachtschiff, das dann irgendwie am meisten Zielen frisst. Das ist halt irgendwie doch erstaunlich. Und dazu ist es dann auch noch so schwerfällig, ne? Aber mit Steuergetriebe kann man so ein bisschen gegenarbeiten, aber das ist halt nicht die Stärke des Schiffes. Die Yamato, das ist halt, ja, eine Artillerie, ne? Das ist halt irgendwie eine schwimmende Artillerie. Mündungsgeschwindigkeit, Genauigkeit auf große Distanzen, das ist das, was die Yamato kann. Begünstigt jetzt nochmal, wie gesagt, mit den neuen Kapitän-Skills. Ist die Midway eigentlich gerade zufällig offen? Nee, oder? Denn gerade das ist das, was so unglaublich witzig ist bei der Yamato. Mit dem Reichweitenflieger hat man so unfassbar weite Reichweite. Und kann tatsächlich sein, dass du zu Beginn schon mal so ein Flugzeugträger halbierst. Gesehen hatte ich es tatsächlich auch schon mal, dass eine Yamato es geschafft hat, den gegnerischen CV halt komplett rauszunehmen. In den ersten 2-3 Minuten irgendwann. Also viel Glück musst du erstmal haben, klar. Aber das ist schon cool. Oh, der Konkor dreht voll rein in die Salve. Oh, die Bündelung, ne? Aber es geht voll auf die Geschütze. Ah, ein bisschen drüber sogar noch. Schade. Das wäre es jetzt auch gewesen. Also schöne Dreifachzieher zu Beginn auf dem Conqueror. Na, wäre das Schiff auch schon halb weg. Geht da nicht mehr ran. Ungefähr so. Ah, die Bündung. Ne? Kriegt ihr das an? Legendary Modul ist natürlich wieder verbaut. Das wird auch nicht mehr ausgebaut aus der Yamato. Wie gesagt, ein Zusatz mit dem neuen Kapitänskill. So. Genau das Schiff, ey. So. Gucken, ob die nur 7 Sekunden aufbleibt, die Midway. Weiß noch nicht, ob ich aus dem Winkel durchs Deck durchkomme. Aber wenn es wer kann, dann der Motor. In den Forschungsschiffen zumindest. Hey, ich denke mal, die Shikishima, die wird da definitiv durchkommen. Aber habe ich nicht. Sieht gut aus. Hat sich doch gelohnt. Was? Vier Abpraller mit einer Yamato? Schau, Wahnsinn, was hier ist. Hat die für eine Deckpanzerung, die Midway? Nicht schlecht. Naja, versuchen wir nochmal den Konkord zu treffen. Oh, schön, mit einer Zitadelle 33.000 Schaden. Nett. Ist die im Winkel so? Wow. Der Reichweitenflieger ist aber auch immer irgendwie so eine Sache. So, und drehen wir mal wieder um. Und richten uns gleich links aus. Das dauert ja immer so seine Zeit. Ist bei dem Schiff ja hier echt der Wahnsinn. Ähnlich wie bei der Vermont. Vermont ist ja sogar noch mal langsamer. Und so. Ja, schon mal eine Heilung drin. Boing. Da ist der Conqueror raus. Hindenburg. Fährt der rückwärts quer rein? Und wenn man sie beschießt, fährt er wieder geradeaus, oder was? Ah, der wird langsam, fährt jetzt wieder geradeaus. Wir versuchen es mal. Poker jetzt da mal. Dass sie jetzt wieder vorwärts fährt. Hm,
Wenigstens eh eine Granate mit 4,8. Immerhin, immerhin. Was sind das hier eigentlich für Torpedos? Gearing Torps. Was haben die für eine Reichweite? Weiß ich jetzt ja nicht. Aber wenn es einer ist, mein Gott. Oh, ja, Marto dreht schön breit rein. Mit ein bisschen Glück treffen wir bei der Yamato auch gerne mal eine Doppelzieher. Oh, ich sehe da. Immerhin, immerhin. Damit wir jetzt nicht mehr in Reichweite. Oh, wir versuchen es nochmal mit der. Nein, die dreht wieder ein. Shorty. Lol. Das hatten die Mitwehr gerade hier fressen. Okay. Was war das? Was haben wir da noch so? Eine Shikishima. War das die? Kann sein, ne? Ah, das Schiff ist halt noch mal was anderes, ne? War das 505 mm? 510? 502? Irgendwie sowas. Über 500 mm. So, aber fahren wir mal Richtung B. Vom Frontal schon mal ein Thunderer. Ich würde aber ganz gerne erstmal die Montana hier weg. Na, so also natürlich wird das nix. Oh, Thunderer fährt da so schön breit. Versuchen wir mal, wenn er dann nochmal aufgehen sollte. Da ist er. So vielleicht. Haha, diese Bündelung. Ah, jetzt dreht er ein, auf wegen den Torps, ne? Ah, Mist. Ach, ärgerlich. Das ist halt immer so ein bisschen blöd bei einem CV halt, ne? Weil bei der Roosevelt da, wenn du da die 25.000 Torps da auf dich zufliegen, zukommen siehst, natürlich drehst du da ab. Vor allem mit dem Thunder, der irgendwie keinen Torpedoschutz hat. Ah, Chance vorbei. Was haben wir denn da noch so? Hinten rennen ja noch ein paar Schlachtschiffe rum. Ah, Kremlin auf einer großen Distanz. Eine Zita treffen ist auch nicht so wenig leicht. Oh, trotzdem 20.000. 6 Durchschläge. Und ich brenne wieder. Na klar, brenne ich gleich wieder. So, naja, gut. Ja, versuchen erstmal hier den Thunder zu bearbeiten. 10.000 immerhin. So, wenn ich jetzt noch schaffen würde, die 200k-Marke zu knacken, wäre ich äußerst zufrieden, denn habe ich nämlich die Aufgabe geschafft. Auch so ein Grund, warum ich die Yamato fahren wollte. Zum einen, wie gesagt, nochmal zum Testen mit den neuen Skills. Und in Kombination mit den Skills und ein bisschen Glück sind halt die einen oder anderen zieht das halt möglich, ne? Oh, die Bindung, ja. Jawohl. War zwar nicht mehr viel übrig von dem Schiff, aber zerstört ist zerstört. Dann fährt da hinten bereit. Löschen wir mal jetzt. So vielleicht. Auf jeden Fall umdrehen. Wahnsinn, diese Kremlin für eine Panzerung hat, ey. Ich hier noch vorher rumkomme? Versuchen wir das einfach mal. Ein bisschen langsamer noch werden. Das wird eng. 16.000, das war doch schon mal deutlich besser. Aber ich habe mir jetzt irgendwie dann doch blöde manövriert. Na gut, türmen wir rum. Dauert ja nur 3 Stunden.
Runde ist dann schon vorbei. Verdammt. Ne, das war nicht gut. Oh, die Rockester nochmal hier. Ich denke, gerade kriegen die, dreht sofort weg. Egal, da ist der Winkel ja Bumsbanane. Hauptsache treffen. Knapp. Das war knapp. Aber sieht ja, wie die Türme einfach hinterherkommen. Naja, ist die Runde jetzt ein bisschen zu schnell vorbeigegangen, ja, um hier noch ein bisschen was machen zu können. Ah, super unspektakulär, ne? Aber das ist so eine Standard-Zufällig-Fechtrunde, ne? Ja, ein bisschen was haben wir hier gemacht. Ist hier schon ein bisschen was für die Aufwärmen? Ja. Immerhin Ditte. Die Bänder haben wir hier auch fertig. Das haben wir hier auch fast. Ich meine, kannst du ja noch mal kurz zeigen, wie weit Schiffe wir haben? Ich meine, 150.000 Schaden knapp. Ist jetzt nicht schlecht. Ne? Zwei Schiffe kaputt gemacht. 1,9 Base EPs. Funktioniert halt mit der Yamato halt echt gut nach wie vor. So. Wir haben hier, das ist nämlich das Legendary-Modul, was halt nochmal die maximale Steuerung der Hauptbatterie halt nochmal um 7% verringert. In Verbindung mit dem hier, wie gesagt, das ist echt wahnsinnig geil. Das funktioniert so gut. Ja, und da sieht man auch gleich mal so die Skillung. Natürlich, selbstverständlich, das Wichtigste überhaupt bei der Yamato, das hier. Und ja, der Rest ist eigentlich so ein bisschen Spielerei, was man halt so gerne mitnehmen mag. Hier kann man auch überlegen, das rauszunehmen und dafür das reinzuhauen, ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Adrenalinrausch, klar, wenn man das mal runtergeschossen wird, dass du ein bisschen schneller nachlädst. Bessere Tarnung, den verbesserten Inspekteur, wenn du so willst, wie es ja vorher hieß. Na, in Aufladung mehr für Reparaturmannschaft. Bisschen mehr heilen. Standard halt, ne? Standard. Was haben wir hier? Genau, ein 19er. Isoroku und jetzt noch 2 Punkte dazu kriegen, was ist halt so die Frage, was wir hier so machen können. Na, das ist natürlich nicht. Tja, Torpedoschutz haben wir mehr als genug. Vielleicht, ja, keine Ahnung, was ist das? Das ist echt eine gute Frau, was macht man da? Das wäre natürlich cool. Achso, warte mal, ich habe ja den Punkttracker noch nicht verteilt. Ah, siehst du? Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich hier die 5% nochmal auf AP-Granaten nehmen. Aha. Eine klare Sache, wa? Klare Sache. Na gut, in dem Sinne, wa? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.